wunderschönen guten Tag. Auch heute nehme ich Sie wieder hier im Fahrstuhl mit ins Wochenende. Als Mensch und Kunde stehen Sie bei Ihrer Sparkasse im Mittelpunkt. So ganz habe ich den Unterschied zwischen Mensch und Kunde nicht verstanden. Bei Ihrer Sparkasse gibt es auch Kunden, die keine Menschen sind oder Menschen. Es gibt natürlich Menschen, die keine Kunden sind, aber da steht ja Ihre Sparkasse. Das ist ja so eine schöne leere Worthülse, die früher in Hochglanzbroschüren steht. Heute steht sie im Internet. Ich habe mal geguckt, bei vielen Sparkassen auf der Webseite, weil es ein Textbaustein steht, steht genau dieser Spruch. Bei der Sparkasse Köln steht da übrigens nicht. Das hat mich jetzt auch gewundert. Ist das jetzt gut, dass er da nicht steht, weil die keine leeren Worthülsen produzieren? Oder steht bei denen der Kunde nicht im Mittelpunkt? Viele sagen ja, dann steht er auch ständig im Weg. Bei der Sparkasse Oberhessen, da steht dieser Spruch auf jeden Fall. Und die haben gerade eine Kooperation gestartet, oder schon vor längerer Zeit eine Kooperation gestartet mit der VR-Bank Main Kitzing Büdingen. Und da ist das jetzt so, da teilt man sich Filialen. Mal betreibt sie die Volksbank und mal betreibt sie die Sparkasse. Ganz gut, dann muss man halt nur daran denken, montags kann ich mich nur von meinem Sparkassenberater und dienstags von meinem Volksbankberater beraten lassen. Soweit alles gut, coole Idee. Aber wenn ich dann halt Kunde einer anderen Sparkasse bin und gewohnt war, in dieser Filiale kostenlos Geld abzuheben, weil ich ja bei allen Sparkassen als Sparkassenkunde Geld abgeben kann, kostenlos, dann geht das jetzt in der Geschäftsstelle nicht mehr, weil da steht jetzt dummerweise ein Geldautomat der VR-Bank. Und umgekehrt auch. Ist natürlich den Kunden schwer zu erklären. Sie können überall kostenlos Geld abheben, aber nicht in der Filiale, die zwar ehemals mal so eine Filiale von uns war, aber jetzt von der VR-Bank den Geldautomaten gestellt bekommen. Sehr, sehr schlechtes Thema. Daran sieht man wieder, das Thema ist nicht zu Ende gedacht. Da ist das Thema schon besser gedacht in Göppingen, denn da haben die Sparkassen und Volksbanken sich jetzt zumindest in der Corona-Zeit überlegt, wir nehmen von gar keinem der Kunden mehr Gebühren, wenn sie denn bei einer Sparkasse und Volksbank sind. Vielleicht ist das ja ein bundesweites Modell, auch wenn ihr Vorstände immer jammert, dass ihr ja teure Geldautomaten aufbauen müsst und damit Geld verdienen müsst. Vielleicht muss man das Modell, vor allen Dingen, wenn immer mehr Rewes und Edekas Geld auszahlen, mal anders denken. Das ist Ihre Denksportaufgabe fürs kommende Wochenende. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche.